Am Mittwoch fand die 45. Stadtverordnetenversammlung in der 7. Wahlperiode statt. Unter anderem ging es dabei bereits um das Thema Sicherheit und Ordnung, welches in der kommenden Sicherheitskonferenz am 19. Februar vertieft wird. Grundtenor war hierbei die Forderung nach mehr Videoüberwachung im öffentlichen Raum. Hierdurch sollen Straftaten nicht nur aufgeklärt, sondern in Zukunft vor allem vermieden werden. Als Beispiel wurde das Teehäuschen am Berliner Platz angeführt, an dem es immer wieder zu vermeidbaren Vorfällen komme. Außerdem würde sich der OB Kameras an der Stadtmauer sowie an der Stadtpromenade wünschen. Bislang hätten Wetter- und Materialknappheit einen Aufbau verzögert. Ein weiteres Thema war der Tarifstreit zwischen Verdi und den Stadtwerken Cottbus. Hier zeichnete sich nach dem zurückliegenden Streik aber eine Einigung ab. Um der Forderung von Verdi nachzukommen, dass auch die Stadtwerke Cottbus sich dem bundeseinheitlichen Tarifvertrag unterwerfen sollen, hat der OB zusammen mit der Geschäftsführung entsprechende Maßnahmen ergriffen. So wird der derzeitige Mitgliedschaftsstatus der Stadtwerke Cottbus im kommunalen Arbeitgeberverband Brandenburg e.V. zu einer sogenannten Vollmitgliedschaft verändert. Mit dieser Mitgliedschaft ist zum einen die volle Tarifbindung für Beschäftigte gesichert, zum anderen tritt die sogenannte Friedenspflicht in Kraft. Außerdem ging es um die Zukunft des früheren Galeria-Kaufhauses in der Innenstadt. Hier stehen die Zeichen nach Ansicht des Oberbürgermeisters auf erneute Veränderung. Ende Februar läuft der derzeitige Mietvertrag mit der Kaufhauskette Aachener aus. Derzeit gilt es, eine valide Übergangslösung zu finden, um den Weg zur langfristigen Nutzung durch die städtische Verwaltung zu überbrücken. Zukünftiges Ziel ist es, in dem Gebäude eine Mischung aus Handel und Dienstleistung zu etablieren. Konkrete Nutzungskonzepte würden frühestens für den Sommer erwartet. Wunsch wäre es, ein neues Stadtforum K zu erschaffen. Des Weiteren sendete Schick erneut einen Appell für Vielfalt und Toleranz in der Stadt Cottbus. Er sprach sich deutlich gegen Extremismus und für Weltoffenheit, Demokratie und Teilhabe aus. Der Oberbürgermeister verwies entschlossen darauf, dass Freiheit und Menschenwürde gemeinsame Aufgabe seien.